In diesem Video zeige ich dir die Fundorte von allen 37 Raritäten in Black Myth Wukong und diese wirst du unter anderem auch benötigen, um die Silbertrophäe, eine sonderbare Sammlung, zu erhalten. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming, schön, dass du am Start bist, und bevor es mit der ersten Rarität losgeht, habe ich noch ein paar wichtige Tipps und Infos für dich, durch die du letzten Endes sehr viel Zeit einsparen wirst. Bei meinem ersten Punkt geht es direkt um die Videobeschreibung bzw. Kapitelauswahl. Hier kannst du genau die Sammelobjekte auswählen, die dir noch fehlen. Außerdem habe ich die verschiedenen Raritäten auch in die jeweiligen Kapitel aufgeteilt. Zusätzlich ist es natürlich noch wichtig zu wissen, dass manche Raritäten verpassbar sind. Darauf gehe ich aber beim jeweiligen Sammelobjekt nochmal separat ein. Und zu guter Letzt habe ich in diesem Video alle Raritäten, die per Zufallsprinzip von Gegnern fallen gelassen werden, mit der jetzigen Kennzeichnung versehen. Und das bedeutet letzten Endes für dich, wenn diese Kennzeichnung zu sehen ist, werde ich dir immer den besten Weg zeigen, wie du möglichst schnell und einfach an die benötigte Rarität gelangst. In einigen Fällen habe ich hierfür auch Laufwege erstellt, mit denen du in kurzer Zeit sehr oft auf den benötigten Gegnertyp triffst. Bei einigen wenigen Raritäten ist es aber so, dass es den benötigten Gegnertyp nicht mehrmals in der Nähe gibt. Deshalb würde ich dir auch empfehlen, den jetzigen Talisman auszurüsten, da du dadurch direkt zum Schrein zurückgebracht wirst und die Gegner instant respawnen. In diesen Fällen nutzt du dann den Laufweg so lange, bis du die benötigte Rarität erhältst. Ansonsten würde ich dir noch dazu raten, die aktuelle Kopfbedeckung und die jetzige Rarität auszurüsten, wenn es um Raritäten geht, bei denen es Zufall ist, ob der Gegner das benötigte Sammelobjekt droppt oder nicht. Der Vorteil hierbei ist nämlich, dass du dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, dass der Gegner die benötigte Rarität fallen lässt. Und sollten dir meine Tipps bzw. die Struktur des Videos gefallen, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Und nachdem das ganze Organisatorische jetzt erledigt ist, kann es auch direkt mit der ersten Rarität losgehen. Die erste Rarität ist das Windspiel und wichtig ist es hierbei zu wissen, dass du das Windspiel nur freischalten kannst, wenn du die Deluxe Edition besitzt. Solltest du aber nur die Standardversion besitzen, ist das überhaupt kein Problem, da das Windspiel nicht für die Silbertrophäe benötigt wird. Bei den Katzenaugen ist es wichtig zu wissen, dass diese verpassbar sind und der Boss, der diese Rarität fallen lässt, verschwindet automatisch, nachdem du den Endboss aus der Geheimregion von Kapitel 1 besiegt hast. Deshalb würde ich dir auch dazu raten, den aktuellen Gegner schnellstmöglich aufzusuchen. Und da es als nächstes mit simplen Raritäten weitergeht, lasse ich das Video erstmal kommentarlos weiterlaufen. An der ein oder anderen Stelle werde ich mich aber immer wieder mal mit hinzuschalten, da es ab und zu etwas zu erklären gibt. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Erfolg und Spaß beim Einsammeln. Kurze Info an dieser Stelle, den Rückenkratzer kannst du bei einem beliebigen Schrein in Kapitel 1 einkaufen, nachdem du das zweite Kapitel erreicht hast. Für die Freischaltung der nächsten bzw. letzten Rarität in Kapitel 1 benötigst du einen bestimmten Questgegenstand, der sich in Kapitel 2 befindet. Und wo genau, das zeige ich dir jetzt direkt als nächstes. Nachdem du jetzt den benötigten Questgegenstand besitzt, geht es als nächstes in Kapitel 1 weiter.
raus. Nachdem du den Kollegen besiegt hast, kannst du als nächstes die Rarität in der Truhe einsammeln. For what deed must his head be hung for all to see? For what deed must the mortals be done for all to see? For what deed must all matter not known? For what deed must mercy's hand so woe upon thee? For what deed Nachdem du den Kollegen besiegt hast, kannst du als nächstes die Rarität in der Truhe einsammeln. Das Tiger-Hufu erhältst du nach einem Bossfight in der Geheimregion von Kapitel 2. Und solltest du nicht wissen, wie du hierher gelangst, schau gerne mal in folgendes Video von mir rein. Beim jetzigen Spot angekommen, musst du nur noch den Tiger besiegen, um die Rarität zu erhalten. Die nächste Rarität musst du beim Mann im Stein einkaufen und das wird dir nur möglich sein, wenn du die dazugehörige Questreihe absolviert hast. Sollte dir diese noch fehlen, schau gerne mal in folgendes Video von mir rein. I only sell rare fine wares. I ain't be selling it to me. You got yourself a right fine bargain. Yeah. Thank you.
Wichtige Info an dieser Stelle: Bei der Freischaltung der Laterne musst du extrem aufpassen, da diese Rarität sehr leicht zu verpassen ist. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass du alle neuen Laternenwächter innerhalb des Gefängnisses ausschalten musst, bevor du Hauptmann Weißenstimme besiegst. Solltest du bereits Hauptmann Weißenstimme in Kapitel 3 besiegt haben, musst du leider einen neuen Run starten, um die Rarität doch noch freischalten zu können. Und damit du in einem neuen Run definitiv nicht die Rarität verpassen wirst, werde ich dir jetzt zeigen, wo sich alle neuen Laternenwächter befinden. Im Laufe der Story landest du ja automatisch im Gefängnis und dort angekommen befinden sich auch direkt zwei Laternenwächter auf deiner Ebene. Es kann zwar anfangs etwas dauern, bis die ersten beiden auftauchen, aber im Normalfall sollten sich die beiden relativ schnell zu erkennen geben. Und vom jetzigen Spot aus werde ich dir zeigen, wo sich alle neuen Laternenwächter befinden. Da ich das Video nicht unnötig in die Länge ziehen will, habe ich gerade den Teil rausgeschnitten, in dem ich die normalen Gegner ausschalte. Jetzt gerade kannst du es ja sehr schön sehen, die ersten beiden Laternenwächter tauchen auf und nachdem ich beide gekillt habe, erkläre ich dir, wie es weitergeht. Nachdem du beim Schrein angekommen bist, rastest du jetzt einmal und nutzt danach denselben Weg wie ich, um die nächsten beiden Wächter zu erreichen. Nachdem du Nummer 4 besiegt hast, begibst du dich jetzt eine Etage weiter nach oben und kämpfst dich so weit durch, bis du beim jetzigen Schrein ankommst. Und dort angekommen, wartest du jetzt, bis der nächste Wächter auftaucht. Die aktuelle Szene habe ich mit Absicht mal drin gelassen. Generell kann es immer passieren, dass die Wächter mit der Zeit verschwinden. In dem Fall würde ich dir dazu raten, dich entweder selbst zu killen oder den Talisman zu verwenden. Danach suchst du erneut den Spot auf, an dem sich der jeweilige Wächter befinden sollte und mit der Zeit wird der jeweilige Wächter auch erscheinen. Im Zweifel nutzt du einfach erneut den Talisman und auf diese Weise sollte es letzten Endes kein Problem für dich sein, dass die Wächter erscheinen. Und als nächstes werde ich dir zeigen, wo sich die restlichen Wächter befinden.
Für den letzten Wächter machst du dich jetzt auf dem Weg zu Hauptmann Weißenstimme, denn direkt davor befindet sich der Manirat-Schrein. Und von diesem aus werde ich dir jetzt zeigen, wo sich der letzte Wächter befindet. Kurze Info an dieser Stelle, den Polarfuchspinsel erhältst du automatisch, wenn du die Fuchsquest beim jetzigen Spot startest und anschließend auch abschließt. Das Video bzw. die Komplettlösung dazu kannst du wie gewohnt im angepinnten Kommentar finden.
loyal friend of the Shrek. Kurze Info an dieser Stelle, wichtig ist es bei der aktuellen Rarität zu wissen, dass du hierfür keinen Gegner ausschalten musst. Die Freischaltung hängt zwar weiterhin vom Zufall ab, aber dieses Mal musst du die Kokons zerstören. Und mit der jetzigen Route solltest du relativ schnell an das Rückgrat gelangen.
Für die Freischaltung des goldenen Karpfens musst du die Loon-Quest abschließen und das Video dazu kannst du wie gewohnt im angepinnten Kommentar finden. Come then, try! Die nächste Rarität befindet sich in der Geheimregion von Kapitel 4 und solltest du nicht wissen, wie du dorthin kommst, schau gerne mal in folgendes Video von mir rein.
Für die Freischaltung der nächsten Rarität musst du beide Riesen ausschalten. Für die Freischaltung der nächsten beiden Raritäten würde ich dir zum jetzigen Video raten. Und das liegt daran, dass du auf diese Weise beide Raritäten erhalten wirst. Die Flammenkugel erhältst du beispielsweise, wenn du die Stierquest abschließt bzw. den letzten Karren zerstörst. Durch diese Aktion wird es dir übrigens möglich sein, die Geheimregion von Kapitel 5 zu betreten. Und wenn du diese dann anschließend abschließt, erhältst du den Korb.